Das Gefühl von Freiheit auf vier Rädern bringt immer mehr Menschen dazu, aufs Wohnmobil umzusteigen. Der heutige Start des Caravan-Salon in Düsseldorf zeigt, der Trend bleibt ungebrochen. In den letzten 4 Jahren haben sich die Neuzulassungen der Reisemobile in Deutschland mehr als verdoppelt. Im Jahr 2021 zählte der Caravaning-Industrieverband rund 81.000 neue Wohnmobile. Das ist ein neues Rekordergebnis. Durch Corona ist die Wohnmobilbranche nochmals beflügelt worden. Aber trotz der großen Nachfrage können die Anbieter immer schlechter liefern. Grund sind stockende Lieferketten, steigende Material- und Energiepreise sowie Personalmangel. Und da gibt es immer jede Menge zu sehen und zu betrachten, zu bewundern und zu bestaunen. Farina Fichtner-Zenker ist vor Ort in Düsseldorf. Farina, lass uns staunen. Ja, also hier kann man tatsächlich nur staunen. Ich habe jetzt gerade mal meinen Schlitten abgestellt. Der wird jetzt gleich in mein Wohnmobil sozusagen reingefahren. Und dann nehme ich euch mal mit in meinen Campingbus. Also das ist wirklich hier die Luxusvariante. Ich lasse euch jetzt mal schätzen bis am Ende von dem Beitrag, was das ganze Gerät hier kosten wird. Also man kann sehen, das hat nicht mehr viel mit Camping zu tun. Riesengroße Liegewiese, dann gehen wir hier weiter an die Bar. Da stehen natürlich schon die Weingläser. Natürlich darf hier auch so eine beleuchtete Bar nicht fehlen. Das ist alles individuell angefertigt für die Kunden, die das wünschen. Ungefähre Lieferzeit 2 Jahre. Also da muss man sich wirklich genau überlegen, wann ich dann quasi den nächsten Trip plane. Und dann geht es hier in die Dusche, die kann ich dann zumachen. Und ganz besonders hier bei diesem Modell ist, diese Leiter führt auch noch auf die eigene Dachterrasse. Also ein absolutes Highlight. Und auch hier im Schlafzimmer mit Soundsystem und Einbau, Kleiderschrank und wirklich tatsächlich nur Platz für 2 Leute, aber dann eben auf ganz hohem Niveau. Und ich hatte euch eben schon gesagt, das ist das teuerste Modell, was hier auf der Caravan rumsteht. Ganze 2 Millionen Euro kostet dieses Objekt. Also es hat wirklich nicht mehr viel mit Camping zu tun. Wir haben aber natürlich auch gefragt, wie hat sich die Corona-Pandemie gerade in diesem Luxussegment niedergeschlagen. Tatsächlich ist es so, dass hier die Lieferketten noch gut funktioniert haben, aber auch hier natürlich die Kunden tiefer in die Tasche greifen müssen. Und es gibt so verrückte Luxuscamper, die sich wirklich alle 3 bis 4 Jahre tatsächlich ein neues Modell bestellen. Und dieses Gerät ist über 4 Meter hoch. Also das ist wirklich ein eigenes Schiff, eine eigene Insel, die hier fährt. Und man kann nur sagen, es ist beeindruckend. Wir sind erschlagen von den Eindrücken hier aus diesem Caravan. Und wie gesagt, unten kann das Auto dann parken. Hinten gibt es sogar noch eine Fahrradgarage. Man kann die Seitenwände ausfahren. Und ja, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. An dem Ding scheint wirklich alles dran zu sein, wovon man so träumt oder es vielleicht auch nicht mal mehr wagt zu träumen. Besten Dank erstmal nach Düsseldorf. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.